Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil unserer Football Manager 2024 Serie, ihr Lieben. Und ja, was ist passiert? Wir sind wieder am Anfang der neuen Saison. Die letzte war überaus erfolgreich, drei Titel am Ende rausgesprungen. Und trotzdem hatten wir Bedarf, noch etwas zu tun. Und natürlich wurde an uns gezerrt. Wir hatten jetzt nicht die beste Bilanz. Wir hatten etwa 100 Millionen Schulden. Das mittlerweile etwas wieder auf annehmbarerem Niveau, 20 Millionen aktuell in der Miese, was aber okay ist. Wir haben ein bisschen getauscht. Wir haben auf der Abgangsseite, das schauen wir uns vielleicht einfach mal an, weil die dürftet ihr in dem Sinne nicht mehr mitbekommen haben. Also Viktor Christiansen ist als Linksverteidiger, habe ich mir sehr, sehr schwer getan, ihn gehen zu lassen. Aber wir haben ihn gehen lassen. Für 62 Millionen, kann noch auf 73 Millionen ansteigen. Van Ewijk. Auch gegangen, ablösefrei. Molina, ablösefrei. Bedeutet auf der Rechtsverteidigerposition nicht viele Optionen, nicht viele Optionen und da ein klein bisschen ein Problem entstanden. Auf der Linksverteidigerposition exakt das gleiche. Christiansen bisher der Stamm-Linksverteidiger. Das werden wir jetzt in der zukünftigen oder in der neuen Saison ändern müssen. Dann haben wir Jaume de la Fuente abgegeben. Der Laie und David Rios ist zu Al Red gegangen. Wir haben dafür zwei neue Leute geholt. Nur zwei. Ihr seht schon auf der Abgangsseite etwa ein Plus von ja, so 67 Millionen. Da richtig gerechnet? Hat er. Vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. So, und Manuel, wenn einmal nachrechnen, dann so, eine, so, ey, das war ganz falsch. Manuel Herrera, der ist gekommen auf der Linksverteidigerposition. Jetzt schon um die 74 bis 88 Millionen wert. Wunderknabe. 1,91 für einen linken Flügel. Eigentlich ziemlich groß, fand ich. Seine physischen Werte sind natürlich außerordentlich gut. Und ja, als entsprechender Wunderknabe auch eine tolle Persönlichkeit. Die ist belastbar. Also den kann man auch mal auf den Platz bringen, wenn es ein bisschen kniffliger wird und er ist in dem Sinne einer, der auch Druck aushält. Also hier ein ganz, ganz toller Transfer aus meiner Sicht. 34 Millionen, jetzt schon fast das Doppelte wert. Bruno Luis, auch hier ein interessantes Talent, den wir geholt haben, für ein bisschen Geld, nicht sehr viel. Komischerweise war der eben schon auch insofern eingepreist, dass er, ich glaube, sogar als Backup gekommen ist. Für jetzt muss ich mal überlegen. Ich weiß gar nicht mehr, wieso ich den noch geholt hatte. Ist auf jeden Fall ein Backup auf der Innenverteidiger- und defensiven Position. Genau, wir haben nämlich unfassbar schwer gehabt, irgendwie defensive Leute zu finden. Und für den Backup schon relativ teuer, gar keine Frage. Dann wird es nochmal teurer. Wir haben dann nochmal auf der Zugangsseite gehabt, Francisco Teixeira. Auch der, ja, nur 4 Sterne. Ihr dürft euch aber nicht allzu sehr von den Sternwartungen ein bisschen so, ja, ich sag mal, ablenken lassen. Die sind natürlich insofern schon einmal ein Indiz. Und ich selber schaue sehr stark auch nach Sternwertungen, natürlich. Aber ihr habt ja schon gesehen, auch in der Entscheidung, wie ihr Spieler am Ende des Tages haben wollt, müsst ihr euch entscheiden. Ist ein 1,78 großer, 74 Kilo schwerer defensiver Mittelfeldspieler, eher so ein Thiago vielleicht, ist er der Richtige für die Position, die du brauchst? Oder ist es vielleicht sinniger, vielleicht jemand anderes da zu haben? Auch auf der Linksverteidigerposition 1,91, ja, weil der linke Flügelverteidiger bei uns jetzt nicht so diese langen Wege machen soll, nicht so aktiv ins Offensivspiel eingehen soll. Das war ja schon immer etwas verteilter. Ihr erinnert euch, Molina rechts immer sehr, sehr viel aggressiver, sehr, sehr viel mehr Tore. Auch Kogni, der gekommen ist auf der rechten Seite, sehr, sehr viel mehr Offensivaktionen per Game. Also ja, da ist man ja auch so ein bisschen Attacks per Game mäßig, ja, APG unterwegs. Und dass man auch sagt, okay, ist es jemand, der jetzt mitlaufen muss oder ist es jemand, der dann eben im Zusammenspiel, wenn der rechte Verteidiger aufrückt, links eben noch abdecken kann. Und das ist jetzt mit dem 1,91 Linksverteidiger, außergewöhnlich groß, aber eben auch gegeben. Und hier mit Teixeira eigentlich eine ganz gute Ergänzung eben zu Petronio und so. Der war relativ teuer, das muss man schon sagen. Habe ich mich nachher auch ein bisschen, muss ich ehrlicherweise gestehen, geärgert. Ne? Also schon ein bisschen, dass er so teuer war und ich ihn auch relativ teuer gekauft habe. Aber was willst du machen? Dann ein absoluter Schnapper für 11,25 Millionen Torwart geholt von
Amerika, den ich sofort wieder zurückverliehen habe, weil mein Problem nämlich ist, dass er in dem Sinne, und das ist eigentlich mein großes Problem, ein Nicht-Europäer ist und deswegen für uns aktuell eben nicht spielen kann. Hat einen sehr gut dotierten Vertrag bekommen. Mexikaner, wird dann, wenn in der nächsten Saison ein Nicht-EU-Spieler weniger dabei ist, quasi für den Kader registriert werden und unser Torwart der Zukunft werden. Der wird Porati ordentlich Konkurrenz machen, der leider sich nicht so entwickelt, wie ich es mir erhofft habe. Also er ist nicht schlecht, aber er ist halt leider auch nicht der Überspieler. Ne? Das nicht. Und deswegen haben wir uns nochmal auf der Torwartposition in dem Sinne verstärkt über Oscar Castillo. Ein sehr, sehr interessanter Spieler, hatte ich schon etwas länger auf der Uhr. Habe ihn aber bisher eben aufgrund der Nicht-EU-Thematik nicht geholt, habe dann aber gesehen, dass bei uns bald einer der Nicht-Europäer auch eingebürgert wird und dementsprechend diesen Status verliert. Sonst hätte ich ihn nicht geholt tatsächlich. So bürgert er sich nämlich leider nicht ein. Also ich hätte ihn jetzt theoretisch auch an einen Spanier zurückleihen können. Wäre vielleicht sogar intelligenter gewesen. Habe ich vielleicht auch da ein bisschen gepennt, muss man sagen. Manchmal spiele ich auch relativ spät. Dann ist man nicht mehr so frisch im Kopf. Aber das wäre jetzt in dem Sinne noch eine Möglichkeit gewesen, ihn eben schneller einbürgern zu lassen. So muss er jetzt oder ist er in Mexiko nochmal eine Saison absolut natürlich da in der Stammelf-Position. Hat auch hier vorher 109 Spiele und dabei 64 Gegentore bekommen. Also schon ein sehr, sehr gutes. Gar nicht so groß. 1,82 bin ich bei meiner Torwart Schema, bin ich ein bisschen abgerückt. Aber Porati, wie gesagt, aktuell nicht für mich derjenige, welche der uns jetzt hier in die Zukunft führen wird. Den wollte ich haben, Roberto STW, den habe ich nicht bekommen, weil wir nicht das Budget zusammengekratzt bekommen haben. Wir hatten unter anderem eben ein paar noch angeboten, aber es gab jetzt nicht so die Spieler, wo ich gesagt hätte, die würde ich gerne verkaufen. Enrico Bancadori wäre einer gewesen, den ich hätte abgegeben unter Umständen, weil wir auf der Innenverteidigerposition dann ein bisschen doppelt und dreifach unterwegs sind mit Eduardo César Deissen und dann nicht zu vergessen, ne, da könnte noch ein Brancadori, da kann jetzt ein Bruno Luis spielen, da kann noch ein Teixeira, den wir geholt haben, spielen, da kann, da kann, da kann. Und theoretisch könnte ich ja noch einen Josep Luis auch noch zurückziehen und auf der Position spielen lassen. Ihr seht jetzt, dass mit Teixeira und Bruno Luis zwei dabei sind, die also auch beide Positionen übrigens sehr, sehr gut spielen. Also sowohl im defensiven Mittelfeld als auch auf der Innenverteidiger, ballspielender Verteidigerrolle. Was natürlich uns dann die Freiheit bringt an der Stelle, eben ein bisschen intelligenter reinzugehen und dann auch ein bisschen besser noch die Auslastungssteuerung hinzubekommen. Vorne hat sich eigentlich nicht so viel getan. Das sehen wir ja hier auch. Ne? Also Akrumac, Glatz, Wörl, Reinhardt. Wir haben weiterhin Erhan Uya. Also vorne haben wir eigentlich versucht, das Team zusammenzuhalten. Das magische Viereck, wenn man so will. Das hat sich bisher ganz gut eigentlich auch angefühlt und gab es wenig Schwierigkeiten mit. Jetzt natürlich, dass Didier und Christiansen weg ist. Da werden wir sehen, wer sich auf der linken Seite ein Stück weit durchsetzt. Herrera ist für das Spiel sowieso gesperrt. Also der ist keine Option hier fürs erste Spiel gegen Espanyol. Aber wäre natürlich langfristig dann schon die Frage, ist er es, der uns dann da eben reinführt. Ne? Spanier hat bei Real Sporting eben seine ganze Karriere bisher verbracht, ist jetzt zu uns gewechselt für einen relativ günstigen Preis. Wie gesagt, Wunderknabe belastbar ist schon ziemlich geil. Didier ist auch ein Wunderknabe gewesen. Nicht mehr jetzt Flügelspieler, trotzdem noch volles Talent. Also der hätte noch alle Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Der wird ja bei uns auf jeden Fall nicht auf der Linksflügelposition spielen, was seine stärkste Position wäre. Dementsprechend ist schon die Überlegung, vielleicht langfristig dann Manuel Herrera wieder auf die Linksverteidigerposition zu ziehen und ihn ein Stück weit als offensiv-zentralen Ersatz dann auch mit dabei zu haben. Ne? Das ist auch immer eine Möglichkeit, wenn wir noch zusätzlich Nicolas Oliveira, der auch rechts und links aushelfen kann. Ne? Das ist ja auch nur ein Ersatz vom Ersatz vom Ersatz. Ja, haben wir auf die Werte geachtet, dass er halt ein grundsolider, stabiler Spieler ist. Den haben wir nicht geholt, weil wir gesagt haben, da wollen wir jetzt. Von dem erwarten wir, dass der morgen oder übermorgen in den Kader rückt. Ne? Also das ist definitiv ein Ersatzmann. Und
Wie gesagt, das ist so aktuell die Lesart. Wir haben in den Finanzen, wie gesagt, eigentlich einen ganz guten, ja, ganz guten Turnaround hinbekommen. Wir kamen ja von etwas über 100 Millionen im Minus, ne, 117 Millionen, aber dem Verein geht es trotzdem weiter gut. Schulden, naja, 114 Millionen Transferschulden. Ja, das ist relativ viel. Wir hatten am Anfang, als wir angefangen haben, eine Nettoverschuldung, die war deutlich darunter, aber man darf auch nicht immer vergessen, man hat natürlich immer schon die Intention, den Kader auch langfristig aufzustellen. So, wir sind an einem Punkt, wo ich jetzt sagen würde, wir haben aktuell gar nicht so den starken Bedarf, jetzt noch 10 neue Spieler zu holen, sondern die nur noch situativ zu verbessern, die Mannschaft, wenn die Möglichkeit günstig da ist, noch den einen oder anderen zu finden. Wir haben fast auf jeder Position zwei Supertalente und überall eigentlich auch einen Ersatz. Langfristig gesehen, Akkommodsch sicherlich nochmal ein Thema, wobei wir auch da Frajão haben. Wir haben Joe Reed, der theoretisch eigentlich unser Defensiver ist, kann auch offensiv spielen. Und Reinaut auch noch da. Also, wie gesagt, das hier, der ist 27, ist schon fast der älteste im Kader. Das ist schon sehr, sehr interessant, die Mannschaft zusammengestellt. In der Wettbewerbsvorschau gehen wir nochmal ganz kurz rein. Aktuell Vierter. Und was auch noch interessant ist, wir haben ja gesagt, wir müssen weiter nach vorne, was das Thema bekannteste Vereine, wichtigste Vereine in Spanien ist. Und wir sind mittlerweile auf Rang 4. Das ist, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Waren ja vorher noch nicht mal in der Top 6. Das hat sich mittlerweile geändert. Wir sind also an Real Sociedad, an Athletic Bilbao vorbei und auch an Valencia. Ich glaube, Almeria war sogar noch vor uns. Und wie gesagt, da haben wir schon einen ordentlichen Satz gemacht. Auch weil wir natürlich in der letzten Saison ultra erfolgreich waren. Wir wollen aber jetzt natürlich im ersten Spiel mal rein. Heute sehen wir nur zwei Spiele, weil wir natürlich am Anfang der Saison immer so ein bisschen ein Wrap-up machen. Was ist passiert? Was ist noch offen? Espanyol und Mallorca. Danach noch im nächsten Teil, also morgen, Atletico Osasuna und Athletic Bilbao. Könnte also interessant sein. Die von uns verdrängten ein Stück weit. Atletico sicherlich hier der dickste Brocken. Jetzt spielen wir aber, haben wir gerade gesagt, gegen, lass mal gucken, ich bin wieder vergessen, gegen Real Sociedad. Nee, Espanyol Barcelona. Okay, Espanyol Barcelona aktuell auf Rang von der Saisonvorschau, wobei man das natürlich immer so ein bisschen ja, relativieren muss, auf 16. Und das zweite Spiel Mallorca 16 und 17. Also, wenn man so will, wenn man jetzt aufs Papier gucken, müssten wir gewinnen. Ja, es ist natürlich immer so die Frage, ne? Man hofft natürlich immer, geht immer ganz gut auch oder von dem besten Fall aus, aber es muss natürlich. So, wir gehen rein. Trainer ist Christian Castells. Wir auf der anderen Seite, wir haben nicht so viele Veränderungen, ich habe es gesagt, in der Startformation nur Didier statt Christiansen, der ja letzte Saison schon eigentlich der durchgängige Ersatz war auf der Linksverteidigerposition. Von daher nicht so große Veränderungen bei uns. Bei Espanyol gab es etliche Änderungen, drei neue in der Formation, die dazugekommen sind. Bei uns sehen wir eigentlich niemand. Didier, wie gesagt, war ja letzte Saison schon da, hat das auch da schon sehr, sehr ordentlich gemacht. Christiansen aber für den Preis loszuwerden, auch er war, glaube ich, schon 29 oder sowas, ne? Das heißt schon, ist natürlich noch kein Fußballeralter, aber wenn du dann so 70 Millionen plus bekommst, dann denkst du dir, ja, okay. Also dafür kannst du ihn schon mal gehen lassen. Ich glaube, er hätte noch ein Jahr Vertrag gehabt, war aber auch schon einer der teuersten. Wir geben relativ wenig für Gehälter aus, weil wir eben sehr viele junge Leute haben. Und das ist schon mal sehr vorteilhaft. Und da ist Wörl und ich glaube, wir haben das erste Tor der Saison, wie ein berühmter deutscher Nationalspieler, Kapitän, ehemaliger und so sagen würde. Schön, hier sehen wir mit dem Kopf von Chicognini. Da sind wir wieder bei Attacks per Game. Ne? Didier bleibt jetzt zurück. Schaut mal, der macht nicht die Bewegung nach vorne, sondern er bleibt irgendwie schon irgendwie ein ganzes. Das ist eigentlich sehr schön gerade zu sehen gewesen, weil wir dann doch sehr asynchron stehen. Ne? Didier, die hinten links, hat schon auch eher die Aufgabe. Bleibt noch das Stück zurück. Du bist die Absicherung mit. Und auf der anderen Seite Cognini dann natürlich nicht. Und Paul Wörl. Wahnsinn.
Kam von Bayern München 2. Ihr erinnert euch von den Amateuren. Reinhard, eine super Balleroberung. Ich meine, den hätten wir alle wahrscheinlich gemacht mit einem schlappen Piss. Ja, ist schon schwieriger, den nicht zu machen. Trotzdem natürlich hier super Aktion von Reinhard und Wörl muss auch erstmal da sein. Schön, dass er schon in zwei Schüsseln hier zwei Tore macht. Wahnsinnig gut. Akkumatsch. Mallorca übrigens gerade Erster gegenüber das nächste Spiel. Ne? Also so viel zur entsprechenden Saison. Porsche. Ich weiß gar nicht, mit Barcelona spielt später und Real Madrid spielt gerade gegen Valencia noch 0:0. Sind ja in der letzten Saison ganz schön abgerutscht, ne? Nur Dritter in Anführungszeichen, also weit weg von ihren eigenen Erwartungshaltungen. Ich fand es sehr interessant, dass Barcelona nach der Saison, nachdem sie Zweiter wurden, haben sie Xavi entlassen und Luis Enrique ist wieder Trainer bei Barcelona geworden. Also, man hat sofort reagiert nach dieser katastrophalen Saison. Zweiter in der Liga. Haben natürlich auch nicht den Copa del Rey gewonnen. Klar, auch wenn man so will, Anspruch Barcelona, ne, das zu gewinnen. Das auch nicht. Und international weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie geguckt. Hätten wir nochmal vielleicht schauen müssen, wie der da abgeschnitten hat. Noel Gomez. Das ist der, ja, stimmt. Ich habe ja noch so ein neues Talent auch, ne? Interessant. Weil ich mich gerade frage, das kann ja gar nicht sein. Ach, ich glaube, der andere ist noch verletzt. So war das. Genau, also das ist so ein ganz junges Talent, auch aus der eigenen Jugend habe ich hochgezogen, Rechtsverteidiger. 15 Jahre jung, wir sehen das auch vom Talent her, ne? Wow, also ganz ehrlich, wir haben echt einen tollen, tollen Kader. So, jetzt gehen wir mal weiter. José Luis, da bringen wir Teixeira zum ersten Mal. Cedric, der auch nur so semi-gut spielt, bringen wir Frajao. Dann soll es das erstmal gewesen sein. Wir gucken mal weiter. Eduardo César. Almeria übrigens 1-1 gegen Atletico. Das kann auch nicht gut sein für sie. Mallorca 4-1 gegen Granada. Das Chico Ini und da ist Wörl und er macht den dritten. Wahnsinn! Oh Gott! Wieder eingeleitet von Eduardo César, der sehr aktiv ist und auf der ballspielenden Innenverteidigerposition als Brasilianer da definitiv auch seine Skills, natürlich seine technischen Fertigkeiten mit einbringt. Das sieht man hier schon. Der macht das außergewöhnlich gut. Dann haben wir Pitronio, Didier, die könnten wir gleich mal rausnehmen. Das Ding ist einfach, dass wir jetzt für links natürlich einen zu wenig dabei haben. Und rechts, ich weiß gar nicht mehr, was ich mir da überlegt hatte, wer das sonst spielen soll. Ich glaube nicht der 15-Jährige, oder? Da suche ich noch. Insofern muss ich mich auch ein bisschen daran erinnern, was wir so machen. Also wie es euch manchmal so geht, wenn ihr so zwischen den Safe seid. So, Didier, ich bringe jetzt mal Nicola Oliveira und Petronio bringt Joe Reed. Und dann sind wir insofern fertig mit unseren Wechseln, dann können wir nichts mehr tun. Früh alles ausgewechselt. 3:0, relativ deutlich. Atletico 1-1, Real Madrid 0-0. Außergewöhnlich. Das wären natürlich gleich mal Punkte, die wir am ersten Spieltag schon wegsnacken. Wir haben gesehen in der letzten Saison, da sind nicht so viele Spiele, die problematisch laufen für diese Top-Mannschaften. Ne? Oh, das ist eine rote Karte. Danke dafür. Er kann ja nicht sagen, dass der 15-Jährige ihn so provoziert hat, dass er ihm gleich mal die Beine gebrochen hat. Also es ist Welcome to the League. Koulibaly. Man sieht natürlich schon sehr, 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 sehr viele Regens mittlerweile. Ne? Da sind kaum noch Spieler dabei mit echtem Gesicht. Gomez, der 15-Jährige, er wird doch nicht. Das wäre auch zu krass gewesen. Ne? Ja, wir haben auf jeden Fall hab ich schon überlegt, ob ich nochmal nutze. Man kann auch für den Football Manager kann man sich so Regen-Gesichter-Konfigurator einstellen. Dann werden für die Regens echte Gesichter aus einer Datenbank, die freie Fotos über freie Fotos verfügt, quasi generiert. Das heißt, also wenn ein Regen reinkommt, hat der dann auch ein richtiges Gesicht. Aber meine Erfahrung damit ist, dass dann sehr viele Gesichter häufig dann irgendwo auch gleich sind. Und man so ein bisschen Probleme hat,
die Gesichter dann nicht zu der ethnischen Herkunft passt zum Beispiel, ne? Dann hast du dann irgendwie meinen Kopf und es ist eigentlich ein Didier Drogba oder so, ne? Und das passt dann nicht. Wobei. Nein, aber grundsätzlich ist es dann halt ein bisschen ärgerlicher. Das ist dann, da geht mir so ein bisschen der Spaß, die Realität verloren. Ja, es ist natürlich klar gewesen. Ne? Atletico gewinnt noch kurz vor Schluss und Real Madrid gewinnt auch noch kurz vor Schluss. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also die wollen uns hier am ersten Spieltag nicht davon kommen lassen. Vitinha und Joao Felix bereiten den ersten Saisonsieg von Atletico vor. Teixeira meldet sich zurück im spanischen Fußball, richtig. Er war ja vorher bei Nizza, da haben wir ihn weggekauft. Und Wörl überragt mit 3 Toren, gar keine Frage. Tolles Spiel von ihm und wir kommen gleich zurück zum Spiel gegen Mallorca. Und dann verrate ich euch nochmal, was ich auf der Rechtsverteidigerposition geplant habe. Ich bin nämlich gerade selber ratlos. Also bis gleich. So, und jetzt habe ich mich auch wieder erinnert, was das Problem war mit unserem Rechtsverteidiger. Denn wir hatten eigentlich im Kader einen ganz jungen Kerl, nämlich den Pascal Proschwitz, der auch ja, einigermaßen Talent hat. Ne? Ich wollte ihn einfach von der Jugend aus hochziehen und spielen lassen. Das Problem ist aber, sein Vertrag ist, glaube ich, 100 oder 150 unter dem Minimumvertrag, den man haben muss, um theoretisch in dem Sinne registriert werden zu können. Er hatte kurz bevor es in die Saison ging, erst einen neuen Vertrag unterschrieben. Sprich, ich konnte den Vertrag nicht verlängern, ging nicht. Konnte ihn also auch deswegen nicht registrieren bisher. Und habe jetzt einfach mal geschaut, wen kriege ich am Markt noch. Ich habe einen Spieler die ganze Zeit beobachtet, nämlich Adama Diaby. Ein Rechtsverteidiger von Bayern München, der in dem Sinne auch ein sehr, sehr interessanter Spieler vom Prinzip her für uns sein könnte. Ihn habe ich jetzt mal als Backup geholt, als Laie vom FC Bayern München. Wir möchten 76 Millionen haben für ihn, dass er nicht wert ist, logischerweise. Wir hätten die 76 Millionen aktuell auch gar nicht und deswegen stellt sich die Frage jetzt nicht wirklich. Aber trotzdem ist es, wohingegen Noel Gomez, in der total genial, dass der rechts und links spielen kann und ein 15-jähriges Talent einfach, ne? Und fast volles Talent. Deswegen Pascal Proschwitz geht jetzt mal wieder auf die Bank. Dann haben wir Nicolas Oliveira, der auf die Bank geht und dann haben wir unsere Mannschaft zusammen, die jetzt spielen werden und ich bin sehr gespannt. Wir gehen ins zweite Spiel gegen Mallorca, die ihr erstes Spiel relativ souverän gewinnen konnten. Wir hatten in der Vorschau gesehen, naja, eigentlich sind sie ja gar nicht so stark, aber wie es halt immer mal so ist, das Spiel täuscht euch ein bisschen, auch bei den Quoten, wir haben schon mal drüber gesprochen. Es gibt immer unterschiedlichste Dinge, warum eine Vorschau falsch sein kann in dem Zuge. Zum Beispiel, wenn ihr in unteren Ligen unterwegs seid, weil ein B-Team auch zum Teil Spieler drin hat, die aus der ersten Mannschaft als oder zur Saisonvorschau dazu gezählt werden, was natürlich in dem Falle nicht richtig ist. Dann habt ihr schon mal, dass B-Teams oder Drittteams, Drittvertretungen plötzlich letzter werden in der Saison, obwohl sie eine 1-0er-Quote hatten. Das macht dann natürlich nur bedingt Sinn. Genauso stört oder täuscht euch manchmal die Sternwertung, hat man auch vorhin drüber philosophiert und gesprochen. Und auch da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Wir sind es auch, wenn wir suchen uns natürlich charakterlich irgendwie, oh Junge, charakterlich eigentlich ganz gute Leute, jetzt, oh. Das ist natürlich schlecht. Mein bester Stürmer fällt aus, das Anfang der Saison, am besten noch irgendwie Kreuzbandriss oder so. Gar nicht. Naja, Paul Wörl, haben wir gesehen, kann das sehr gut. Erhan kommt rein, Uya, der dann ersetzt. Reinhardt könnte theoretisch auch noch Stürmer spielen. Frajao auch irgendwie noch theoretisch. Aber am liebsten habe ich natürlich einen klaren Stürmer-Typen da. Der war nicht drin. Nee. Ganz komisch aus. Netz hat gewackelt. Atletico führt. Barcelona übrigens ihre ersten beiden Spiele auch schon wieder gewonnen. Auch nur knapp jetzt gegen
Wir haben sie gespielt. Girona, genau, auch nur knapp 2 zu 1, also zweimal jetzt nicht überragend hoch, aber entsprechend trotzdem, wenn man so will, souverän. Und vor Atletico fällt uns jetzt unser bester Stürmer aus, das ein bisschen ärgerlich ist. Naja, sehen wir nicht so gerne. Chicognini Akomac. Chicognini Josep Luis. Das war mal ein Ding. Josep Luis bricht den Bann in Minute 47 mit einem wunderschönen Weitschuss-Tor. Schauen wir nochmal. Chicognini setzt ihn in Szene, nimmt ihn gar nicht mehr an, zieht direkt ab und setzt ihn unter die Latte. Das war ein hervorragender Treffer von ihm. Und wir loben nochmal die einzelnen Spieler, sagen auch Selbstzufriedenheit wollen wir auf dem Platz natürlich. Nee, Akkumatsch. Freistoß zur Ecke. Ja, es ist immer so die Frage, kann man eine zweite Saison so souverän durchgehen wie in der ersten? Meistens ist die Antwort darauf nein, weil man einfach auch bisschen berücksichtigen muss, dass die Belastungen anders sind. Also jetzt gerade, wenn man so eine außerordentlich gute Saison gespielt hat, wie wir das getan haben, darf man ja nicht vergessen, wir haben jetzt nur Europa Conference League gespielt. Da konntest du manchmal die zweite Mannschaft spielen lassen, international, und es hat funktioniert. Da konnte man sehr, sehr gut das Fitnessniveau managen. Josep Luis. Das werden wir jetzt bei der Champions League eher nicht haben, dass wir da irgendwie mit einer zweiten Truppe agieren können. Und da werden wir sicherlich den einen oder anderen Punkt dazwischen auch liegen lassen. Deswegen bin ich gespannt. Auch die Qualität der Mannschaft natürlich deutlich höher als in der Conference League. Boah, schön. Final. Okay. Und da muss man sehen, ne? Also jetzt hier gegen Mallorca und Espanyol bei aller Wertschätzung für unsere Gegner, die aber natürlich nicht jetzt gerade das höchste Niveau haben. Also wir werden sehen. Gegen Atletico morgen dann, wenn ihr den Teil auch schaut, auf jeden Fall ein großes Fragezeichen. Werden wir da auch wieder so gut in die Saison kommen? Das ist bei weitem nicht gegeben, ja. Also wir schauen mal, wie es da so vonstatten geht. Petronio. Da bringen wir Joe Reed. Und ansonsten erst nichts. Er hat dreimal gewechselt schon durch die Verletzung. Coratti. Ja, ich glaube, Eduardo César ist relativ zügig Nicht-Europäer. Also der wird den Status los. Deswegen. Okay. Haben wir überlegt, dass wir eben diesen mexikanischen Torwart noch verpflichten. Das könnte langfristig gesehen schon auch einen guten Effekt haben. Eduardo César geht jetzt mal raus und wir bringen Branca Dori und Josep Luis bringen wir Teixeira. 3, 4, 5 haben wir gewechselt. Jawohl. Ja, das wird so ein bisschen die Frage sein. Taki ist weiterhin im Kader. Ich hatte ja noch einen Pablo, auch jungen Spieler, den ich habe aber verkaufen müssen, weil einfach das Angebot zu gut war aus meiner Sicht. Ja, konnte ich nicht gehen, konnte ich nicht guten Gewissens sagen, behalte ich. Hat mir ein bisschen wehgetan, weil es eines der größten Talente des Vereins war. Das ist ein bisschen doof gewesen. So, und er fällt 4 bis 5 Wochen aus. Das ist am Anfang der Saison tatsächlich schon etwas kritischer als dazwischen, finde ich immer, weil da hat man sich schon so ein bisschen eingependelt. Aber gut, okay. Wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Teil wieder. Dann gegen Atletico Osasuna und Athletic Bilbao, um dann wieder zurückzukommen. Natürlich, kennt ihr ja nicht anders, eben zur Mitte der Saison. Wir werden auch sehen, gegen wen wir ausgelost werden in der Champions League. Auch da werdet ihr, glaube ich, dabei sein. Also werdet ihr mitbekommen. Also wir sehen uns dann morgen im nächsten Teil. Bis dahin, euer Intrigo. Ciao, ciao.